Das so gerade, jetzt sieht man da hinten wieder. Sollte ich mir vielleicht ein Tuch holen? Sieht aus, als hätte ich irgendwie einen 5 Meter tiefen Ausschnitt. Wobei ja. Ich könnte einfach so nah rankommen. Da sieht man wieder die Lücken in meinen Augenbrauen. Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, vorbei ist das alte Jahr 2017 und ich möchte es natürlich nicht verpassen, euch auch hier auf YouTube noch einmal ein gesundes neues Jahr zu wünschen mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Freude und vielen tollen Erlebnissen, mit dem guten Fünkchen Glück, was man wirklich einfach manchmal braucht und natürlich mit einem Haufen Gesundheit. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und ja, habt einfach ein paar tolle Feiertage verbracht und einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt. Ich weiß, ich bin damit ja, leider schon mehr als 3 Tage zu spät dran, aber besser spät als nie. An dieses Sprichwort glaube ich tatsächlich. Ich ja, bin halt einfach heute erst dazu gekommen. Heute ist Donnerstag und wie ihr wisst, ist es eigentlich ein Vlogtag. Und an meinen Videotagen wird sich auch vorerst nichts ändern, schätze ich mal. Es kommt jetzt ein bisschen auch auf eure Wünsche und sowas drauf an. Aber dazu einfach später, nicht mehr in diesem Video. Genau, wir freuen uns einfach sehr, sehr doll auf 2018. 2018 wird besonders für uns. Wir hoffen, dass wir nicht mehr so viel krank sein werden wie 2017, dass wir uns einfach gesundheitlich wirklich ein bisschen besser auf der Höhe halten können. Wir hatten ein paar wunderschöne Weihnachtstage, einen ganz tollen Geburtstag von Emil. Wir sind ganz gemütlich ins neue Jahr gerutscht mit der Familie. Wir haben keine große Party gefeiert oder so und waren diesmal, wie gesagt, wirklich einfach nur mit der Familie zusammen. Und es war sehr gemütlich. Soweit erstmal dazu. Wie schon eben kurz angerissen, die Videotage werden vorerst bleiben. Das bedeutet, Dienstag ist ein Thementag, an dem ihr Videos sehen werdet wie Hauls, wenn sie nicht in einen Vlog passen oder einfach länger und umfangreicher sind, Bastelvideos und Do-it-yourself-Sachen, Essenssachen, das heißt Rezepte, ja, keine Ahnung, Food Diaries, Kochen mit uns oder so irgendetwas. Das hatte ich jetzt noch nicht. Wenn ihr auch Lust habt, weiterhin Nähvideos oder Bastelvideos hatte ich ja schon. Oder ja, einfach irgendwas, was halt gerade thematisch passt, was euch interessiert. Und wenn ihr euch da was wünscht, schreibt es mir wirklich super gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt so ein bisschen gebrainstormt schon mal, was man da vielleicht noch so machen könnte. Aber so wirklich einen Plan bzw. einen roten Faden habe ich halt einfach irgendwie noch nicht. Deswegen würde es mir sehr, sehr helfen, wenn ihr mir sagt, was ihr gerne sehen möchtet, was ihr mehr sehen möchtet, was ich jetzt nicht unbedingt in die Vlogs packen soll, weil es dann sonst einfach irgendwie nicht mehr wiedergefunden wird oder so. Ich würde sagen, ich mache euch oben hier in die Ecke. Oh, immer dieses Spiel mit den Ecken. Also, sie erscheint eigentlich rechts, also muss ich dahin zeigen. Genau. Mache ich euch eine Abstimmung. Da packe ich einfach so ein paar ganz verschiedene Themen rein. Da könnt ihr einfach mal abstimmen, was euch interessiert und was halt euch nicht interessiert. Da klickt ihr einfach nicht drauf. Und wenn euch noch was ganz anderes interessiert oder wenn ihr noch was anderes sehen wollt oder andere Ideen habt, dann könnt ihr die einfach gern in die Kommentare schreiben. Ich könnte mir zum Beispiel auch sowas wie Challenges vorstellen. Wir, also Franz und ich, wir reden irgendwie auch schon seit über einem Jahr darüber, dass wir uns mal gegenseitig Klamotten kaufen wollen. Ich habe auch gesehen, dass die Isabeau das auch mal gemacht hat mit ihrem Mann. Und ich würde das super witzig finden und total interessant, was der Franz für mich aussucht und ja, was ich dann für ihn aussuchen würde, zum Beispiel. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Oder sowas, was wir schon mal gemacht haben mit den Amazon-Produkten, wo Franz raten musste, was das Ganze ist und wofür es gut ist. Genau, sowas alles
könnte euch dann dienstags erwarten. Donnerstags ist ein ganz normaler Vlog-Tag und ihr wisst, heute ist auch Donnerstag. Ich habe nämlich noch einen alten Vlog, also einen älteren Vlog, der ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Aber als ich ihn mir heute nochmal angeguckt habe, fand ich ihn eigentlich ganz niedlich. Deswegen werde ich ihn heute auch noch hochladen. Ich verlinke ihn euch natürlich auch in der Infobox. Dann müsst ihr heute am Donnerstag nicht nur mit diesem Labervideo und Ankündigungs- und Wünschevideo euch zufrieden geben, sondern könnt wie gewohnt dann auch gleich noch einen Vlog schauen. Und anschließend geht es aber weiter mit den ganz normalen Videos. Dann habe ich den Freitag als Fragenfreitag gelassen, weil der euch einfach immer gut gefällt und weil das für uns einfach eine richtig coole Möglichkeit ist, in den direkteren und intensiveren Austausch mit euch zu kommen. Und man kann da einfach wirklich ganz individuell auf eure Fragen eingehen. Ihr seid sozusagen Teil des Videos und das macht unheimlich doll Spaß. Für morgen ist, wenn alles gut geht, ein Fragenfreitag nur von Franz geplant. Der ist auch sehr, sehr lang. Ihr habt unglaublich viele interessante Fragen an ihn gestellt und die hat er vor etlichen Wochen auch schon beantwortet. Es ist halt einfach jetzt ein bisschen schwierig, diese ganzen Sachen zu sortieren. In der Zwischenzeit ist natürlich auch einiges passiert. Wir haben Neues gelernt. Hier hat sich die Wohnung minimal verändert. Also ja, deswegen wundert euch nicht, falls wir anders aussehen, Franz seine Haare kürzer oder länger sind oder wie auch immer. Die Antworten sind ja sowieso die gleichen. Ihr müsst euch einfach nur vorstellen, dass es halt eben schon ein Weilchen her ist, als er das gedreht hat. Genau. So, und dann geht's weiter in der Woche mit dem Sonntag, der dann auch wieder ein Vlog-Tag ist. Genau, das heißt, wir haben Dienstag-Themenvideo, Donnerstag-Vlog, Freitag-Fragen-Freitag, Sonntag-Vlog. Ich hoffe, euch passen die Tage so. Für mich ist es eigentlich immer ganz gut, die so einzuhalten. Obwohl ich ehrlich gesagt auch überlegt habe, ob ich nicht das Wochenende einfach freilasse. Aber das überlege ich einfach für mich allein dann nochmal. Und sollte es da Änderungen geben, werdet ihr natürlich informiert. Ja, was ist bei uns passiert? Die Weihnachtszeit war turbulent. Wir haben ja zum ersten Mal Weihnachten hier bei uns gefeiert mit der ganzen Familie. Das heißt, wir waren, also die ganze Familie ist gelogen, es fehlen natürlich ein paar, aber die engsten um uns herum. Und das heißt, wir waren 13 Leute, genau. Und es war schon voll hier. Aber wir haben natürlich super viel Platz und es hat ganz viel Spaß gemacht. Den Kindern haben die Geschenke unglaublich doll gefallen. Wer uns auf Instagram verfolgt, der hat auch schon ein Foto von den ganzen Geschenken gesehen, die wir, also Franz und ich und die Kinder bekommen haben. Es waren wirklich unglaublich tolle Geschenke und es wird mit allen gespielt, was immer sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Genau, und auch ansonsten wollte ich euch einfach gerne nochmal sagen, falls das jemand von euch noch nicht weiß oder nicht mitbekommen hat, wir sind sehr aktiv auf Instagram, also eigentlich, wenn ich nicht gerade eine Pause einlege oder keine Lust habe, weil die Stimmung einfach auf Instagram wirklich so eine Berg- und Talfahrt ist. Und wenn man dann wegen jedem Bild irgendwelches Gemecker abkriegt, dann hat man ehrlich gesagt auch keine Lust zu posten. Aber grundsätzlich poste ich da eigentlich jeden Tag und da würdet ihr einfach auch up to date sein. Auch diese Links findet ihr alle immer unten in der Infobox, genauso wie den Link zu Franz, seinem Instagram-Profil. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und ja, wie gesagt, beim Weihnachten war ich. Wir haben dann zum ersten Feiertag ganz spontan bei meinen Eltern Ente gegessen und haben dann die restlichen Tage ganz entspannt verbracht, zwischendurch einen Geburtstag gefeiert und die Großeltern besucht. Genau. Und dann war Silvester und jetzt sitze ich hier. Heute sind die Kinder zum zweiten Mal in den Kindergarten gegangen. Sie freuen sich ganz, ganz doll und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass den Kindern die so ein bisschen geregelte Abläufe fehlen. Weil dadurch, dass, also Franz war auch zu Hause die ganze Zeit, der ist jetzt auch schon wieder arbeiten. Ab dem 2., gestern war er zum Beispiel den ganzen Tag wieder weg. Und dadurch, dass halt einfach alle zu Hause waren, war es natürlich immer so ein Rumgeschlender. Wir hatten nichts vor, wir hatten keine Termine. Was natürlich einerseits super entspannt und sehr gemütlich ist. Andererseits muss man sich aber wirklich extrem motivieren, überhaupt was zu machen, den Tagesablauf so ein bisschen zu strukturieren. Und das ist bei uns ein bisschen untergegangen. Und deswegen merke ich schon jetzt, dass die Kinder ausgelassener wieder sind, also ausgeglichener einfach sind, weil sie wirklich ihre festen Schlafenszeiten haben, machen Mittagsschlaf im Kindergarten,
haben halt einfach so den gewissen geregelten Ablauf. Und ich habe das Gefühl, das tut denen auch ganz gut. Mir persönlich tut es auch unglaublich gut. Ich habe richtig Lust auf die Videos. Ich habe ganz große Lust, mich mit euch auszutauschen und freue mich deswegen auch schon wirklich, wirklich sehr auf eure Ideen und Anregungen. Ich würde mich wirklich unheimlich freuen, wenn ihr mir euer Feedback dalasst, was euch vor allem halt für die Dienstage interessiert. Dann könnte ich mir vielleicht auch irgendeine Struktur einfallen lassen, dass man jetzt nicht dreimal hintereinander irgendwelche Bastelvideos hat. Vielleicht fällt einem mal was also als Wohnidee ein oder sowas und dann könnte man einmal backen, einmal ein Rezept, einmal was zu basteln und einmal was ganz anderes machen oder so und dann halt wieder von vorne anfangen. Irgendwie sowas, dass es halt einfach so ein bisschen abwechslungsreich auch für euch ist und natürlich, damit es euch nicht langweilt. Und damit ich euch nicht langweile, brauche ich euer Feedback, genau. Ich glaube, damit soll es das jetzt auch erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich wollte einfach nur sagen, hey, wir sind wieder da, uns geht's gut. Wir sind voller, wie heißt das, voller Tatendrang und voller Schwung und wollen jetzt wieder richtig loslegen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, verlinke ich euch das Video, was heute außerdem noch online kommt, in der Infobox, den Vlog von vor ein paar Wochen und dann könnt ihr euch den anschauen, um wieder so ein bisschen reinzukommen und ab morgen bzw. ab Sonntag dann up to date, ganz ja, frisch aus dem neuen Jahr, in neuer Frische, in alter Frische, was auch immer, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!